Hallo, ich grüße Sie. Niemand zweifelt mittlerweile mehr ernsthaft an der vollständigen Durchdringung unseres Alltags mit digitalen Medien und Szenarien. Wir verbreiten Nachrichten wie hier bei der Papstwahl mit unseren mobilen digitalen Geräten. Wir recherchieren digital. Wir informieren uns über unsere Smartphones oder Tablets und nutzen mittlerweile sogar Roboter. Für vielfältige Unterstützungsdienste. Nur die Lehre. Die sieht noch so aus wie früher, wo schon damals ein Lehrer vorn stand und den mehr oder weniger aufmerksamen Lernern seine Inhalte dargeboten hat. Und heute? Nun, da sieht es vielfach noch genauso aus. Dass das nicht so bleiben kann, ist uns seit einigen Jahren klar geworden. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, die Lehre zu digitalisieren. Dazu nutzen wir eine Reihe von Elementen, Hörsaaltechnologien wie hier in der oberen Reihe abgebildet und Software zur Erstellung digitaler Texte, Videos, Animationen und so weiter. Zusätzlich gibt es digitale Szenarien, die den Lehr- und Lernprozess umspannen, von kollaborativen Szenarien bis hin zu Szenarien des Selbstlernens. Die Nutzung der Elemente und Szenarien in der Lehre kann auf zweierlei Art geschehen. Wir können die Lehre digital anreichern oder die digitalen Elemente und Szenarien vollständig integrieren, wobei ein Anreicherungsmodell dominiert, in dem frontal gelehrt und mit PowerPoint präsentiert wird, das mit Materialien im PDF-Format, die über ungeliebte digitale Plattformen bereitgestellt werden, ergänzt wird und von Kommunikationsmethoden per E-Mail lebt. Dass erst mit einer vollständigen Integration aller verfügbaren digitalen Quellen aus dem Internet unter Nutzung bekannter Kommunikationsformen die gewünschten Mehrwerte erreicht werden, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Doch wie sieht ein solches Integrationsmodell, bei dem die Inhaltsvermittlung vollständig digital erfolgt und sich eine Präsenzphase zur Inhaltsvertiefung anschließt, denn aus? Im einfachen Fall nutzt man Lehrvideos zur Inhaltsvermittlung und schließt eine Präsenzphase an, bei der zum Beispiel ein interaktives Whiteboard zur Ergebnissicherung eingesetzt wird. Szenarien die über das Selbstlernen in der Inhaltsvermittlungsphase hinausgehen, gibt es bei einem derartig einfachen Modell nur selten. Man nennt dieses Format den Flipped Classroom, ein Format, das primär auf schulischer Ebene eingesetzt wird und 2012 durch die amerikanischen Chemielehrer Jonathan Bergman und Aaron Sams auch bei uns publik gemacht wurde. Für die Hochschulen reicht ein solch einfaches Modell allerdings nicht aus. Mit einem einfachen Video zur Vorbereitung ist es ja nicht getan. Das Hochschulmodell ist allein schon aufgrund diverser Rahmenbedingungen komplexer. So basiert die Inhaltsvermittlung nicht nur auf einem Lehrvideo, sondern auf einem Arsenal von digitalen Elementen, und auch im Hörsaal kommen weitere Elemente zum Einsatz. Zusätzlich sind digitale Szenarien, wie das kollaborative Arbeiten oder Aspekte der digitalen, Individualisierung über gute Lernplattformen bereits heute implementierbar. Dieses Format wurde erstmalig im Jahr 2000 als Inverted Classroom bezeichnet. In seiner ursprünglichen Form diente der Inverted Classroom zur Softwareschulung. Mit Lehrvideos, damals noch auf DVD, heute wie hier bei einer invertierten Audacity-Schulung auf YouTube, und zusätzlichen Begleittexten wird der Inhalt vorbereitet und in Präsenz auf der Basis von digitalen Übungsaufgaben am Computer vertieft. Im Hochschulkontext sieht der Inverted Classroom, was die digitalen Elemente betrifft, noch etwas komplexer aus. Multimediale Vermittlungsformate mit Texten, Videos und Quizzes zur Vorbereitung, dazu diverse digitale Elemente in der Präsenzphase. Schauen wir uns diese beiden Phasen des Lehrens und Lernens einmal in der Praxis an. Hier zunächst die digitale Phase der Inhaltsvermittlung. Auch in anderen Fächern wie der Sprachwissenschaft geht der Trend zu mehr Interaktion. Dafür muss sich Johannes C. aber zuerst vorbereiten. Allein. Er nutzt eine Übungsplattform der Uni Marburg. Wenn das nur bei diesem Platten, wirklich äh, klicken, durchklicken und man denkt, man hat alles drauf. Ich denke, das wäre zu unwissenschaftlich. Aber dabei bleibt es ja nicht, man wendet es ja noch an. Auch gerade dann in der Präsenzveranstaltung wird ja dann das auch angewendet, was man sich zu Hause eigenständig erarbeitet hat. Der Kurs heute: History of English, Evolution of Language. Alles auf Englisch. Der Lehramtsstudent liest, schreibt auf und schaut Videos. Anschließend die Präsenzphase. Das Modell nennt sich Inverted oder Flipped Classroom. Erst die Vorbereitung und dann im Hörsaal die Übung. Handke geht mitten rein, diskutiert mit den Studenten. Tutoren helfen ihm dabei. Wie etwa könnten die Neandertaler gesprochen haben? Welche Vokale, welche Konsonanten haben sie verwendet? Erfundene Sprache nach wissenschaftlichen Maßstäben. So that's your system. Alright. Maybe you can imitate the sound you make when you're hungry. Oh, mm, mm. Yeah, like starting with an M. Das ist total zufriedenstellend. Und ich habe auch den Eindruck, die Studierenden mögen das auch. Manche mögen dann mal durchaus vielleicht auch mal ein bisschen genervt sein und sagen, ist der schon wieder da. Andere sind zum Teil enttäuscht, dass man nicht öfter vorbeikommt. Also ich denke, in einer regulären Vorlesung hätte man das eigentlich nie durchführen können, wenn man ohne jetzt Wissen hier vorne, von vornherein eingestiegen wäre, um es zu lernen, um es zu festigen. Da braucht man schon die Praxis und den Austausch mit anderen Studierenden. Ansonsten ist es plattes Wissen und man kann nichts damit anfangen. Damit die Präsenzphase aber auch die gewünschten Mehrwerte abwirft, muss sichergestellt sein, dass die Lernenden die digitalen Inhalte vorher durchdrungen haben. Erst dann macht eine Präsenzphase dieser neuen Art Sinn. Zur Überprüfung des benötigten Vorwissens bietet sich ein ausgeklügeltes System elektronischer Tests an. Mit integrierten Tests können die Lerner ihr Wissen selbst einschätzen. Formative Mastery-Tests dienen zur kontrollierten Wissensüberprüfung nach Beendigung der digitalen Phase der Inhaltsvermittlung. Und das Live-Voting in der Präsenzphase ermöglicht einen abschließenden Gesamteindruck des Vorwissens. Dieses Modell, bei dem das Bring Your Own Device-Konzept eine zentrale Rolle spielt, nennen wir das Inverted Classroom Mastery Model. Mit diesem Modell hat sich einiges verändert, doch es funktioniert. In meiner Lehrveranstaltung Varieties of English vom Sommersemester 2016 hatte ich 30 Teilnehmer. Die Präsenzbeteiligung lag bei 86 Prozent. Ein Wahnsinnswert bedenkt man, dass die Präsenzteilnahme freiwillig ist. Der Mastery-Level, also die Vorbereitung vor der Präsenzphase, überprüft mit formativen Tests, lag bei guten 76 Prozent. Das heißt, fast immer waren die Studierenden gut vorbereitet. Ja, und dieser Vorbereitungsgrad wurde auch durch die vielen richtigen Antworten im Live-Voting bestätigt. Ja, und die Studierenden, sie haben diese neue Lehre extrem positiv bewertet, wie man hier sieht. Es funktioniert also, das Inverted Classroom Model, aber nicht in seiner einfachen, sondern erst in seiner Mastery-Variante. Und es liefert uns die Blaupause für eine Reihe weiterer innovativer digitaler Formate mit Präsenz, aber auch ohne Formate, die ich bereits in anderen Videos im Detail vorgestellt habe. Daher bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.